Babylon Berlin. Seid gegrüßt, liebe Serienfreunde, und willkommen zurück auf Stream Wars. Mitte Oktober 2017 ist es soweit, dann startet mit Babylon Berlin auf Sky One eines der ambitioniertesten Serienprojekte der deutschen Filmgeschichte. Historisch ist ihr Zustandekommen bereits jetzt schon, denn erstmals wurde eine Serienkooperation zwischen einem Pay-TV-Anbieter und einer öffentlich-rechtlichen Sendeanstalt produziert. Für uns Serienfans klingt beinahe alles, was wir bisher über diese neue Serie wissen, wie ein großes Versprechen an uns. Der deutsche Hollywood Exportschlager Tom Tykwer als Regisseur, eine Bestseller-Romanreihe als lose Vorlage und ein Budget von satten 40 Millionen Euro für die 16-teilige erste Staffel. Jetzt aber erst einmal genug der Vorschusslorbeeren, hier ist für euch der brandneue Trailer zur ersten Staffel von Babylon Berlin. Hallo. Ich führe dich jetzt zurück. Zu der Quelle deiner Angst. Zu Asche, zu Staub, dem Lichtgeher. Doch noch nicht jetzt. Willkommen in der Stadt der Sünde. So läuft das in dieser Stadt. Babylon Berlin, ab 13. Oktober, nur auf Sky. Die Serie spielt Ende der 20er Jahre, in denen exzessive Partys ebenso das Bild der deutschen Hauptstadt prägten wie extreme Armut und politische Unruhen auf der anderen Seite. Für Kunst und Kultur sind es die goldenen 20er Jahre, gleichzeitig blüht jedoch auch das Verbrechen in der Stadt. Berlin ist eine Weltmetropole voller Verlockungen und Abgründe und noch ahnt kaum jemand, in welche Katastrophe der aufkommende Nationalsozialismus führen wird. Mitten in diesen spannungsgeladenen Mischmasch kommt Gerion Rath, ein Kommissar, der auf den Spuren eines Erpressungsfalls, hinter dem offenbar ein Pornoring steht, von Köln nach Berlin findet. In der sogenannten Roten Burg, dem damaligen Berliner Polizeipräsidium, wird Rath dem Kollegen Bruno Wolter zur Seite gestellt und lernt außerdem die junge Stenotypistin, also heutzutage würde man eher sagen Sekretärin, Charlotte Ritter kennen. Nach einer Razzia stößt Rath dann auch sofort auf einen wichtigen Hinweis und glaubt zunächst an eine rasche Lösung des Falls. Doch bald darauf befindet er sich mitten in einem undurchschaubaren Dschungel aus Korruption, Prostitution, Drogen und auch Waffenhandel. Es ist ein Blick in die Abgründe einer sündigen Metropole. Kommen wir nun zu dem äußerst interessanten Cast der Serie. Volker Bruch, unter anderem bekannt aus seinen Rollen in der Bader-Meinhof-Komplex und der Vorleser, spielt den ermittelnden Kommissar Gerion Rath. Die weibliche Hauptprotagonistin Charlotte Ritter wird gespielt von der 26-jährigen Liv Lisa Fries, welche bereits für diverse TV-Produktionen vor der Kamera stand. Ein Querschnitt durch das restliche Ensemble liest sich tatsächlich wie das Who is Who der alteingesessenen deutschen Schauspielergarde. Angefangen vom Ex-Polizeihofkommissar Matthias Brandt, über Hannah Hertzsprung, einer der begehrtesten deutschen Schauspielerinnen mit ausgeprägter Serienerfahrung, unter anderem im Weißen See, bis hin zu Benno Fürmann, Sense8-Star Lars Eidinger und der wandlungsfähigen Fritzi Haberland. Damit jedoch nicht genug, denn auch hinter der Kamera verbergen sich einige Stars der Filmbranche. Für die Regie und das Drehbuch ist das Dreigespann Tom Tykwer, Henk Lanlöken und Achim van Boys verantwortlich. Für den mehrfach ausgezeichneten Tom Tykwer, der seinen absoluten Durchbruch Ende der 90er Jahre mit dem Kult-Thriller Lola Renn feierte und anschließend die Regie für internationale Kinofilme wie Das Parfüm und Cloud Atlas übernahm, ist es das erste große Serienprojekt, nachdem er in der Netflix-Serie Sense8 zwischen 2015 und 2017 bereits bei 3 Folgen Regie führte. Von Boris und Han Lögten arbeiteten schon öfters zusammen an Drehbüchern, so zum Beispiel für den Kinofilm Goodbye Lenin oder die TV-Produktion 16 Eichen. Auch mehrere Tatortfolgen gehen auf die beiden zurück. Neben dem kongenialen Team hinter der Kamera und dem fantastischen Cast vor derselbigen ist auch die Romanvorlage ein hoffnungsvolles Qualitätsversprechen für die Serie. Diese basiert nämlich auf der mehrfach ausgezeichneten Bestsellerreihe von Volker Kutscher über die Kriminalfälle eben jenes Kommissars Gerion Rath. Die erste Staffel von Babylon Berlin basiert dabei lediglich auf dem ersten Buch der Reihe mit dem Titel Der nasse Fisch, welches bereits im Jahr 2008 erschien. Regisseur Tom Tykwer sagte über die Romanvorlage, er
habe noch nie einem Roman sich so verpflichtet gefühlt und habe ihn gleichzeitig so hinter sich gelassen. Bedeutet im Umkehrschluss, Kutschers Roman wurde laut Tückwer immer als Basismatrix herangezogen, aber auch immer wieder weitergedacht. Ursprünglich sollte die Romanserie 1936 enden, und zwar mit einem Kriminalfall vor dem Hintergrund der Olympischen Spiele in Berlin. Inzwischen will Kutscher aber weitergehen, weil das ein viel zu harmloses Jahr wäre, um aus der Serie auszusteigen. Protagonist Gerjon Rath werde 1936 aber den Polizeidienst verlassen, weil eben die Arbeit der Kriminalpolizei immer stärker von Himmlers SS kontrolliert wird. Angedacht ist, dass Rath im Jahr 1938 noch einen Fall als Privatmann löst, und danach soll laut Aussage des Autors endgültig Schluss für die Serie sein. So oder so, für weitere Staffeln Babylon Berlin bliebe also noch Stoff in Hülle und Fülle. Schließlich sind schon jetzt 6 Romane rund um Gerjon Rath erschienen, und als Vorlage für die ersten 16 Folgen diente ja, wie bereits erwähnt, nur der erste. Neben all diesen Faktoren verdeutlichen allerdings auch die nackten Zahlen, welcher für eine deutsche Serie noch nie dagewesener kolossaler Produktionsaufwand für die Umsetzung des Projekts aufgewandt wurde. An den 180 Drehtagen wurde an über 300 verschiedenen Drehorten gefilmt, und neben Originalschauplätzen wie dem Alexanderplatz, dem Roten Rathaus, dem Rathaus Schöneberg und der U-Bahn in Berlin diente auch eine extra dafür gebaute neue Außenkulisse im Studio Babelsberg als fiktive Kulisse. Zudem kümmert sich insgesamt allein 70 Leute um das Szenenbild, die Ausstattung und die Requisite. Im Vergleich dazu sind es bei einem normalen Tatortdreh lediglich 3. Außerdem konnten die Macher bereits vor der TV-Premiere die erste Auszeichnung für die Serie entgegennehmen. Anfang April räumte Babylon Berlin nämlich auf der MIPTV, der Marché International des Programmes de Télévision in Cannes, einer der wichtigsten TV-Messen der Welt, den Grand Jurypreis in der Kategorie Work in Progress ab. Ebenso spricht das rege Interesse aus dem Ausland für die Qualität der Serie. So hat Netflix sich die Rechte an der Serie für die Ausstrahlung in den USA gesichert. Außerdem gab es Käufer aus Spanien, Belgien, Schweden, Norwegen, Dänemark, Finnland und auch Island. In Großbritannien und Italien allerdings wird die Serie ebenfalls von Sky gezeigt. Die Erstausstrahlung der 16 Folgen startet dann schlussendlich am Freitag, dem 13. Oktober auf Sky One. Und daran sieht man natürlich auch, wie sehr Sky hier von diesem Serienprojekt überzeugt ist, dass sie den Start hier auf einen Freitag, den 13. legen. Aber Spaß beiseite, es ist geplant, dass jeweils 2 Doppelfolgen ab 20.15 Uhr ausgestrahlt werden und im Anschluss dann auch diese Folgen direkt auf den Online-Angeboten von Sky, also Sky Ticket, Sky Go und natürlich auch Sky On Demand, für uns dann direkt zum Abruf bereitstehen. Ein Jahr später, im Herbst 2018, läuft dann die Serie auf dem Free TV, genauer gesagt in der ARD an. Wie euch nicht entgangen sein wird, freuen wir uns hier sehr auf diese neue Serie, die eine Mischung aus Historiendrama und Kriminalthriller darstellt und fiebert dementsprechend dem Start Mitte Oktober auf Sky wahnsinnig entgegen. Bis dahin verratet aber ihr uns doch jetzt erst einmal, ob wir euch mit dieser Preview auf den Geschmack bringen konnten oder ob unsere Begeisterung für das Serienprojekt von Tom Tückwer eben nicht auf euch übergeschwappt ist. Wir hoffen natürlich, dass das erste der Fall ist. Falls euch dieses Video gefallen hat, vergesst bitte auch nicht, das Däumchen nach oben zu drücken, und falls ihr bisher immer vorbeigeklickt haben solltet, nun besser zu zielen und den Abo-Button zu aktivieren. In diesem Sinne, möge der Stream mit euch sein. Bis bald. Diese Serie wird Geschichte schreiben. Das Berliner Pflaster ist rauer als sonst wo im Reich. Babylon Berlin. Diesen Herbst nur auf Sky.